Hallo bei Koch mit Oliver. Und ja, sie ist endlich wieder da. So lieb ist sie. Hallo. Ich freue mich total. Ich kriege kein zweites Bussi. Nein, natürlich nicht. Nein, das kriegt deine Tochter, das zweite Bussi. Sie ist endlich wieder da, ja. Die Janine. Wir freuen uns total. Babypause vorbei. Jetzt geht's wieder rund. Genau. Wir sind ja noch weiter auf der kulinarischen Reise durch Österreich. Diesmal sind wir wieder in der Steiermark und zwar ganz genau im Gesäuse. Das Gesäuse in der Obersteiermark bildet mit seinen schroffen Felsen, dichten Wäldern und rauschenden Gewässern den nordöstlichsten Teil der Ennstaler Alpen. Ein großer Teil dieser Region bildet seit 2002 auch den Nationalpark Gesäuse, in dessen fast unberührter Natur zahlreiche Wildtiere wie Gänse oder Rotwild leben. Und die machen aus einer atemberaubend schönen und wilden Landschaft auch eine köstliche Landschaft. Das heißt, bei uns wird es heute wild, aber ja. Bevor so ein schönes Stück bei uns landet, geht es jetzt um den Mann, der dafür verantwortlich ist, dass es überhaupt daherkommen kann. Und nicht um dich, nein, um den Jäger. Es regnet hier im Gesäuse. Es ist nebelig und ein leichtes Lüftchen weht Berufsjäger Heimo Kranzer um die Ohren. Wenn der Wettergott in der Genussregion Gesäuse wild einmal nicht mitspielt, dann bleibt dem Jäger nichts anderes übrig, als das Umland aus der Almhütte zu beobachten. Seine Laune und seine Freude am Beruf kann das aber trotzdem nicht trüben. Wenn man Berufsjäger ist, da gehört halt viel Liebe dazu, zur Natur. Man muss auch bereit sein, dass man extrem viel Zeit investiert. Vor allem dann, wenn es nicht regnet oder nebelig ist und sich die Schönheit der Region in ihrer ganzen Pracht zeigt. Und das Gesäuse ist natürlich aufgrund der Landschaft und so natürlich schon sehr attraktiv. Man hat diese gewaltigen Felswände und man hat dann, sage ich mal, wenn man den blauen Himmel hat und so, dass da die Augen raushaut. Also das ist schon eine richtig gewaltige Kulisse. Und wenn man das als Arbeitsplatz hat, sage ich mal, dann kann man sich natürlich sehr glücklich schätzen. Ja, wer würde das nicht bei so einem Arbeitsplatz? Das steinige Gebirge und die frischen, sauberen Gebirgsquellen bieten einen schönen Fleck unberührter Natur mit einer beeindruckenden Pflanzen- und Tierwelt. Und der Nationalpark Gesäuse beheimatet auch viele Wildtiere. Die Schollenwildarten, Gamswild, Rehwild, Rotwild. Es kommen auch die Raufußhühner vor und viele andere Wildarten. Bejagt werden im Nationalpark eigentlich nur die drei Schalenwildarten. Das ist eben das Rehwild, das Gamswild und das Rotwild. Als Schalenwild wird übrigens jenes Wild bezeichnet, das Klauen, ein Geweih oder Hörner hat. Also auch Wildschweine. Doch Heimo Kranzer hat neben der Liebe zur Natur eine besonders wichtige Aufgabe. Es ist nicht so, dass der Jäger jetzt rausgeht und nur aus Lust tötet oder irgendwas. Man muss wissen, es gibt bei uns einfach Wildbestände, die nicht mehr von selber reguliert werden. Es gibt keine Großpredatoren, kein Bär, kein Wolf und kein Luchs. Und diese Funktion muss halt der Jäger übernehmen. Denn wenn die Population bestimmter Tiergattungen zu groß wird, sorgt das für ein Ungleichgewicht in der Natur. Und durch zu viel Wildfraß wird der Waldbestand gefährdet. Und erst ganz zum Schluss geht es Jägern wie Heimo Kranzer um das Erlegen von Wild. Und eigentlich das beste Produkt, was man bei der Jagd ja auch nicht nur im Nationalpark lukriert, ist natürlich das Wildfleisch. Und das Wildfleisch entspricht, sage ich, gerade einer heutigen Ernährungsweise eben 100%, weil es ist fettfrei, es ist cholesterinarm, aufgrund der Bewegung, was die Wildtiere machen. Und es schmeckt natürlich auch hervorragend gut. Und man muss sich natürlich vorstellen, es ist natürlich auch die tierschutzgerechteste Form von der Fleischerzeugung. Man muss sich das vorstellen, das Wildtier wird in freier Natur geboren. Es kann eigentlich fressen, was es will, es kann sich hinbewegen, wo es will. Und dann macht es eigentlich einen Duscher und es ist aus. Also es gibt keine tierschutzgerechtere Erzeugung von Fleisch. Und genau an so ein herrliches Stück Fleisch denkt unser Jägermeister oft auch in jenen Momenten, in denen ihn das Wetter dazu zwingt, in der Hütte zu bleiben. Und wenn Sie sich immer schon mal gefragt haben, warum Bambis Mutter sterben musste, da ist es. Nein, natürlich der nicht. Ist so gosch. Ich bin total gosch. Man glaubt es kaum, aber ich habe ihn trotzdem vermisst. Ja, wir haben dich auch total vermisst. Aber so alt schaut das Fleisch gut? Schlafst du gut und so? Mir geht's gut, ich schlafe gut. Die kleine Maus wacht höchstens einmal auf. Die kleine Maus ist auch übrigens da, nur nicht im Studio. Die schläft drüben in der Küche bei der Omi. Die Omi muss nämlich mitkommen, weil sie das Flascherl nicht nimmt. Das ist halt auch ein Feinspitz. Ja. Und von der Brust kommen wir nun zum Rücken, zum Rehrücken. Aus diesen möchte Oliver jetzt sogenannte Pralinen zaubern. Dafür schneidet er den Rehrücken erst einmal würfelig. Wie viel Salz sollen da drauf? Na schon, das schmeckt am besten.
Das war total abgegangen. Ich kann mit mir selber so schlecht käppeln. Was? Ja, da fehlt da schon was. Da fehlt total was, ja. Ich habe hier Kohlblätter oder Wirsing, wie die Bayern sagen. Ein Wirsing. Wir sind in der Steiermark, nicht in Bayern. Das stimmt, aber damit es alle verstehen. Ja? Wir sind ja grenzübergreifend. So, und da tun wir den Strunk raus. Und ich habe hinten meinen Dampfgarer schon aufgedreht. Ja. Er dampft schon vor sich hin. Ja. Bei 100%, 100 Grad. Ja, und da geben wir jetzt unsere Kohlblätter rein. Ist das in 100 Grad das Maximum? Na ja, klar, da fängt es ordentlich zum Dampfen an. Okay, ne? Ja, klar, weil sonst wird es so. Alles gut. Ja, Janine muss sich nach der Babypause erst wieder an Olivers unterschiedliche Geräte gewöhnen. Während die Kohlblätter also vor sich hin dämpfen, erklärt er Janine jetzt schon mal, wie er sich die Rehpralinen so vorgestellt hat. Denn diese Pralinen werden unterschiedlich zubereitet. Als allererstes, wir werden es mal in ein wenig Fett anbraten rundherum. Ja. Und dann kommt zum Beispiel ein Kohlmantel drüber, ein Speckmantel, ein Brotmantel, also du wirst dann noch kreativ ein auch? Strudelmantel. Unglaublich. Und braten das dann nochmal an, dass das alles schön knusprig wird. Und dann sind es immer unterschiedlichste Pralinen mit unterschiedlichsten Geschmäckern. Davor kommen die Rehwürfel aber erst einmal in die glühend heiße Pfanne, wo sie auch sofort eine schöne braune Farbe annehmen und jetzt schon beginnen, ihren köstlichen Duft zu verbreiten. Warum tun wir das? Erstens, damit wir einen Geschmack reinkriegen. Und zweitens muss ein bisschen vorgegart sein. Wenn das nämlich nicht vorgegart ist, dann haben wir das Problem, dass es zu roh ist und das wollen wir auf keinen Fall. Das riecht herrlich. Ja, das riecht gut. Und wie gesund ist es? Total. Also wild an sich ist gesund. Aber die Wahrheit ist, schau mal, ich bin Koch und kein Ernährungsexperte. Und genau deswegen fragen wir doch jetzt ganz einfach unsere Ernährungswissenschaftlerin Dr. Barbara Kramer-Melch von der FH Burgenland. Das Positive an Wildfleisch ist, dass es einen hohen Anteil an Eiweiß hat, mit einer hohen biologischen Verfügbarkeit für den Körper und somit gut verwertbar ist. Außerdem enthält das Wildfleisch sehr gutes Fett. Demnach ist es eben auch in der menschlichen Ernährung sehr empfehlenswert. Zurück in unserer Küche, konkret in unserer Pfanne mit dem gewürfelten Rehrücken. So, also ordentlich scharf angebraten, denn meine Idee für dieses Rezept ist, dass es nicht durch ist. Sehr. Wie schaut das aus bei dir? Das darf man wieder. In der Schwangerschaft ist es ja absolut verboten, genauso wie Sushi und so weiter. Aber ja, jetzt geht's wieder. Und ich freue mich drauf, weil das Erste, was ich gegessen oder eines der ersten Dinge, war ein Carpaccio. Ähnlich roh wie ein Carpaccio ist unser Rehfleisch jetzt auch noch innen. Da wir es ja nachher samt der jeweiligen Hülle noch einmal anbraten und nicht übergaren wollen, kühlen wir das Fleisch jetzt mit Hightech ganz schnell ab. Sie wissen, mein Tiefkühler, den kann man da einstellen auf minus 18, auf plus 4. Da oben kann man es auf 8 Grad einstellen. Und jetzt werden wir da unten ein bisschen größer machen. Minus 20 geht noch mehr, glaube ich. Minus 22, cool, oder? So, das kommt jetzt da rein. Ich finde mich überhaupt immer zurecht da. Denn wir wollen es ein bisschen kälter haben. Nach der monatelangen Babypause von Janine muss sie sich erst wieder in unserer Küche zurechtfinden. Oliver schnappt sich inzwischen ein Nudelholz und beginnt das entrinderte Toastbrot zu bearbeiten. Du walkst jetzt wirklich das Toastbrot? Ich walk jetzt das Toastbrot aus, dann wird es nämlich wieder ein Strudelteig sozusagen. Du walkst das Toastbrot? Ich walk das aus, ja. Und dann können wir das Rehfilet drin einpacken und das ist echt eine coole Sache, denn es wird extrem, ich krieg schon keine Flüssigkeit mehr im Mund. Ja. Das wird nämlich extrem knusprig. Mhm. Da kann man auch so kleine Taschen draus machen, Frühlingsrollen, Sie können da Käse reinfüllen. Es ist die pure Sensation. Und hat später auch den Vorteil, dass nachher das Brot sämtliche Säfte und Aromen wie ein Schwamm aufnimmt. Die Brothülle wird jetzt nur noch mit einer dünnen Schicht Frischkäse bestrichen. Und das bereits erkaltete Fleisch kann dann damit ummantelt werden. Dazwischen schauen wir mal, wie es unserem Wirsing, dem Kohl, geht. Wie lange muss denn der da drinnen sein? In Wahrheit, bis er ein bisschen weich ist. Also das muss man wirklich schon. Ein harter Kohl, der schmeckt nicht. Mhm. Der braucht noch 2 Minuten. Aber der dämpft wunderbar vor sich hin. Ja, jetzt wird es wieder dicht, da pfeift es auch ein bisschen. Du, ich esse ja ab und zu wild, aber so Wildpralinen, das hast du noch nicht auf gehabt, oder? Karte gesehen, nein. Eigentlich eine Schande. Dabei sind sie doch so einfach und so köstlich. Während Oliver nun 2 weitere Rehpralinen im Brotmantel formt, kommen bei Janine kleingehackte Saiblinge in eine Kasserolle und werden in etwas Öl angebraten.
Auch die ersten Pralinen kommen nun in eine Pfanne mit geschmolzener Butter. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, ich habe in meiner Schwangerschaft, falls es Ihnen aufgefallen ist, 25 Kilo zugenommen. Von einem Ausgangsgewicht von 50. Nein, nie wäre uns das aufgefallen, dass du 25 Kilo zugenommen hast. Was schauen Sie sich diese Bilder an? Diese fünf Sachen, die ihr hier nehmt, die müsst ihr verwenden. So. Schauen Sie sich. Du mal da rühren. Das sage ich ja bei dir auch nicht. Ich habe ja auch keine 25 Kilo zugenommen. Nein, bei dir ist das schon Standard. Das ist, sind 2 Kilo. Aber seit wir uns kennen, hast du schon ein bisschen zugelegt. Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst. So, schauen Sie sich diese Bilder mal an. Wer? Ihr spielt jetzt Bilder. Oh ja, bitte. Nein, das würden wir doch niemals machen. Übrigens, ich habe einen Tipp für Sie, wenn Sie, weil es gibt ja, die Wildsaison ist ja nicht das ganze Jahr, das muss man ernsthaft sagen. Wild ist was sehr Saisonales und das kriegt man über das ganze Jahr aber trotzdem zu kaufen und es ist gefroren. Und viele Menschen haben dann immer das Problem, sie sagen, nein, um Gottes Willen, es ist gefroren, das kaufe ich nicht. Gerade bei Wild ist es so, dass es wirklich gar keinen Nachteil hat, wenn es gefroren ist. Im Gegenteil, das ist eins der wenigen Fleischsorten, die im Tiefkühler nachreifen. Ja, also es wird eben noch besser, wenn es gefroren ist. Die ersten Pralinen kommen nun raus aus der heißen Pfanne, denn die nächsten wollen schon rein. Zu den brutzelnden Pilzen hackt Janine noch einige Pekannüsse klein, während Oliver die nächsten Rehwürfel mit möglichst fettem Bauchspeck umwickelt. Wie gesagt, nochmal kurz anbraten, damit der Speck sich ausbrät. Dann sind wir auch mit dem fertig. Jetzt müsste unser Wirsing übrigens, apropos fertig, auch fertig sein. Wie ist das? Der Köch? Na, der Kohl ist es. Ja, schau mal. Ma, das riecht aber herrlich. Wow. Also nicht dein Kohl, sondern das, was ich da mache. Na, eigentlich riecht hier jetzt alles köstlich. Die Kohlblätter werden jetzt mit etwas mehr Speck ebenfalls zur Pralinenhülle und kommen wie ihre Vorgänger ebenfalls in die Pfanne, die ja nicht nur durch Butter, sondern auch durch den vorher ausgelassenen Speck aromatisiert wurde. Und nun ist die spannendste Rehpralinensorte dran. Jetzt haben wir da einen Strudelteig. Den nehmen wir her. Das ist wie ein Frühlingsrollenteig in Wahrheit. Ist das ein Filoteig? Nein, das ist ein Strudelteig. Ein Strudelteig, ja? Ich habe dich nicht. Aber der wird genauso knusprig wie ein Frühlingsrollenteig, wenn Sie es richtig machen. Ich muss da. Du musst daher? Nein. Ja. Ist schon egal. Nein, sagt sie. Ja, sagt sie, nein, sagt sie. So. Schneiden wir da jetzt. Wie viel haben wir? Könnte ich Strudelteig auch nehmen? 1, 2, 3, 4, 5. Was sagst du? Könnte ich. Nein, das ist Strudelteig. Das ist Strudelteig. Könnte ich Blätterteig auch nehmen? Nein, könnte man nicht, weil wir braten das jetzt dann an. 1, 2. Wie verhält sich das dann anders? Der Blätterteig braucht das Rohr, damit, ach so, damit er aufgeht. Genau. Der Strudelteig braucht aber einfach nur große Hitze. Unser Teig wird jetzt nur mehr mit der gebratenen Pilznussmasse gefüllt, mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt und kann auch schon mit dem Fleisch belegt werden. Jetzt machen wir da auch so kleine Backerl. Mhm. Dreh mal um, hast du schon? Hab ich schon. Du bist das hast Brate. Du mir vorher schon gesagt. So, dann sind wir rein. Jetzt müssen wir das rundherum anbraten. Wie bist du auf das Rezept gekommen? Also auf 3 eigentlich? Man überlegt sich einfach, was kann gut zusammenpassen. Mhm. Und das passt gut zusammen. Und wie? Wenn das Fleisch oder die Füllung ein wenig aus ihrem Mantel herausschauen, macht das gar nichts. Die kleinen Pakete müssen übrigens nur einmal gewendet werden und wären dann eigentlich schon fertig. Aber Janine fehlt irgendwie noch etwas. Gibt es da nicht noch irgendwie vielleicht eine Soße, in die man es tunken kann? Oder? Eine Soße willst du auch noch haben? Naja, das ist ein bisschen trocken. Ist ein bisschen trocken, na, dann machen wir noch eine Soße dazu. Ich bin ja nicht so zu dir. Da hätte ich gerne eine Schüssel. Da haben wir schon mal. Ja, ich finde mich noch nicht ganz. Ich hole ein bisschen einen Sauerrahm. Chilifäden für die Intensität, Salz und Pfeffer für die Feinheit und Balsamico-Essig für die Säure. So, bitte umrühren. Und jetzt richten wir an. Unsere runde Soße kommt als Spiegel auf den Teller. Und nun? Schauen wir uns an, ob das auch funktioniert hat, was wir da gedacht haben. Ich glaube schon. Spannende Musik. Ja. Wahnsinn. So gehört's, oder? Genau so gehört's. Perfekt. Jetzt haben wir unseren Kohl. Das heißt, das Fleisch war jetzt wie dick, so circa nicht ganz 3 cm. Zu würfeln, ja. Und gibt's da einen Richtwert, wie lange man in etwa braucht? Ja, bis fertig ist.
Beim Zubereiten verhält sich Hirsch- und Rehfleisch am ehesten wie Rindfleisch. Und Wildschwein, nona, wie Schwein. Bedenken Sie aber, dass Wild in der Regel etwas dunkler ist, wenn Sie es nicht durchbraten wollen. In unserem Fall ist das Fleisch herrlich medium rare geworden. Das sind unsere Rehpralinen und die kommen aus dem Gesäuse. Und ich sage Ihnen, da werden Sie das Rauschen in die Ohren kriegen. Richtig wild. Eine Vorspeisenportion unserer Pralinen besteht aus 4 unterschiedlichen Stücken und kostet bei der Zubereitung für 6 Personen gerade einmal 4,20 Euro. Und die knapp 350 Kalorien sind eigentlich auch in Ordnung. Boah, ist das gut. Ich mag das mit dem Brot gern. Ich weiß das nicht. Das ist ein Speck? Alles wird besser mit Speck. Kein Wunder, dass unsere herrlichen Pralinen aus der Genussregion Gesäuse Wild in allerkürzester Zeit allesamt weg sind. Heute wird bei uns wild gekocht und das im doppelten Sinne. Als Vorspeise haben Janine und Oliver sündhaft köstliche Pralinen aus Rehfleisch gezaubert. Und auch bei der Hauptspeise kommt nun wieder Fleisch aus der Genussregion Gesäuse Wild zum Einsatz. Konkret geht es nun um ein Filet Wellington, das man normalerweise aus Rindfleisch macht. Die Methodik ist dieselbe. Wir nehmen jetzt den Rehrücken. Ja. Braten den scharf an, vorher Salz und Pfeffer ordentlich. Dann kommt er wieder in den Tiefkühler. Dann kommt es kurz, damit es wieder kalt wird. Dann werden wir auch wieder unsere Kohlblätter, du könntest inzwischen den Dampfgarer einschalten. Wie macht man das? Einfach nur auf Start drücken, vorher. Da ist schau Start. Mal da, 100. 100? Ja. Fertig. Start. Wird schon aha, das ist es. Und der pumpt schon. Na, mehr brauchst du nicht. Das kriege ich auch. Das kriegt jeder hin. Was unsere beiden als nächstes hinbekommen, ist, den Rehrücken zu salzen und zu pfeffern und dann scharf in der Pfanne anzubraten. Gleichzeitig werden für die Füllung unseres Filet Wellington Champignons klein gehackt. Und der Kohl kommt nun in den Dampfgarer. Die Kohlblätter rein, ganz wichtig aufs Gitter legen, bei 100%, 100 Grad, der dampft ordentlich. Circa 5 Minuten haben wir gesagt vorher, oder? Zeit, sich wieder um unseren Rehrücken aus dem Gesäuse zu kümmern. Pass auf, wir sind jetzt auf der Seite fertig mit dem Rehrücken anbraten und drehen jetzt um. Machen das genau einmal. Sie sehen, wie wunderschöne Farbe das hat. Machen das jetzt auf der Seite genau nochmal, ungefähr 3 Minuten war das jetzt. Ja? Nochmal 3 Minuten und dann kommt der alte Trick, es muss ein bisschen kalt sein. Ab in den Tiefkühler damit, damit es wirklich runterkühlt. Und dann machen wir unsere... Duxelles, die machst du gerade, so heißt es in der Fachsprache, Duxelles. Duxelles? Mhm, das sind so Champignons. Ja. Und damit es ein bisschen herbstlicher wird, habe ich mir was überlegt. Weil das Reh, das kriegen sie über das ganze Jahr, vor allem gefroren. Und Steinpilze kriegt man ja wirklich nur sehr saisonal. Also Steinpilze gibt es in Österreich sehr begrenzt. Das ist so. Wie jetzt? Aber du? Ich habe jetzt ja extra getrocknete genommen. Die geben nämlich drunter, die geben einen irrsinnig tollen Geschmack ab. Und die kann man das ganze Jahr kriegen. Die getrockneten Steinpilze kommen dann zu den frischen gehackten Champignons in die Kasserolle. Beim Rehrücken sollte man wie bei jedem größeren Stück Fleisch übrigens darauf achten, dass es auch an der Seite angebraten wird. So, jetzt haben wir da noch Maroni, Speck, Rotkraut, Orangen und ein Ei. Das Ei braucht man nachher zum Bestreichen des Blätterteigs. Die Maroni werden wir zu dem Rotkraut dazu machen, nämlich so einen Rotkrautsalat. Dafür werde ich das Rotkraut dann fein schneiden. Die Orangen werden wir filetieren, sowohl die Zesten dazugeben als auch den Saft. Mhm. Und den Speck geben wir dazu zum Fleisch. Das klingt sehr gut. Und das Fleisch sieht toll aus. Ja, finde ich auch. Das hast du auf die Seite gelegt, wie damals auch die Ente. Ja. Schauen wir, jetzt geben wir das daher und dann kommt es kurz. Das ist so gut, das darf man jetzt nicht weghauen. Das machen wir so schon. Das Wichtige ist nämlich bei der Duxelles, dass sie die Flüssigkeit rausgaren aus den Champignons. Die haben ja sehr viel Wasser drinnen. Sie wissen, Pilze saugen auf wie ein Schwamm. Warum hassen sie einen Schwamm? Ob Janine in den letzten Monaten auch Olivers Humor vermisst hat? Unser angebratenes Reh wandert nun zum Abkühlen in den Tiefkühler. Andernfalls würde es beim späteren Backen viel zu schnell durchgaren und dann zu trocken werden. Unser Kohl kann nun aus dem Dampfgarer raus und wandert direkt auf eine Lage Blätterteig. Wir haben jetzt da den Kohl.
Ja. Schau mal, der schaut echt toll aus. Super. Jetzt der schaut aus, als hättest du ihn blanchiert, weil da wird ja auch zum Beispiel beim Brokkoli, der wird dann noch viel grüner, ja, und der schaut auch herrlich das, aus. Genau das ist ja auch passiert. Genau. Jetzt bist du so lieb und legst den Spech, ja, auf. Ja? Spech. Und dann gehen wir unsere, man, die riechen, oder? Die Vegetarier lassen ihn einfach weg. Die Vegetarier würden sowieso nicht essen, weil das Reh in der Mitte ist. Aber der allerliebe. Und nun kommt zusammen, was zusammengehört. Unsere Düxel, also unsere Pilzmischung, gesellt sich zum Kohl und Speck auf den Blätterteig. Und jetzt feiert auch unser wunderschönes Reh sein Comeback. Das Tolle an diesem Filet Wellington, oder jetzt in dem Fall Reh Wellington, ist, Sie können so gut wie nichts falsch machen. Wenn Sie das Fleisch anständig angebraten haben, wenn Sie den Blätterteig jetzt da aufgelegt haben, dann sind wir mit der Garzeit genau dann fertig, wenn der Blätterteig fertig ist. Und das erkennt man dann ganz einfach an der goldgelben Farbe. Eine sehr hohe Ofentemperatur ist aber in unserem Fall von entscheidender Wichtigkeit. Das Rohr müssen wir vor- und aufheizen, und zwar über 200 Grad. Ganz wichtig, denn der Blätterteig hat ja Butter drinnen, unterschiedliche Schichten, dazwischen immer so Mehlteig und Butter. Wenn das unter 200 Grad ist, dann schierst die Butter aus, es wird nicht knusprig, sondern gatschig. Es wird dann schon knusprig außen, aber es ist viel feiner, wenn die Butter drin bleibt. Deswegen müssen wir über 200 Grad gehen. Das machen wir mit 220, sind wir, hoppala, jetzt habe ich da einen falschen Knopf erwischt. Heißluft plus wollte ich, so, jetzt über 200 Grad, 220. Während unser Rohr in Windeseile und mit Heißluft auf Temperatur kommt, schließt Oliver nun den Strudel, also unser Filet Wellington, ein und massiert noch ein verquirltes Ei darüber. Das versiegelt den Inhalt jetzt nach innen und außen. Und jetzt kommt's ins Rohr. Bei 220 Grad. Bei 220 Grad, in meinem Fall, und ich hoffe, Ihr Herd kann das auch, Heißluft plus. Das ist wirklich großartig. So, rein damit. Heißluft plus ist noch toller als Heißluft. Ja, kommt von überall die Hitze. So, taifunartig. Ganz okay. Cool. Jetzt machen wir unser Rotkraut. Pass auf, wir stellen die Pfanne wieder auf, weil da ist ja der ganze Geschmack von den Pilzen noch drinnen. Guter Geschmack ist dann. Gut, ja. So, gibst ein bisschen Olivenöl rein und ich werde in der Zwischenzeit das Rotkraut schneiden. Denn das traue ich mich auch. Da sieht man die Blutflecken nicht so, wenn ich mir eine schneide. Dieses wird klein gehackt und kommt in jene Pfanne, in der vorher das Fleisch und danach die Pilze drinnen waren. Gleichzeitig reibt Janine die Zeste, also die Schale einer Orange. Das Weiße bitte nicht, du weißt, das ist bitter. Ja. Du hast direkt gemerkt. Von früher noch. Natürlich weiß ich das. Das weiß. Wie so oft im Leben liegen auch bei Zitrusfrüchten köstlich und bitter ganz nahe beisammen. Das Rotkraut wird stark gesalzen und mit Kümmel und gemahlenem Zimt verfeinert. Die Zesten ergeben nun einen bunten Farbklecks im Kraut und auch die zerkleinerte Orange sorgt nun dafür, dass sich ein fast schon weihnachtlicher Duft in der Küche breit macht. Ich muss jetzt eine kleine Anekdote erzählen, wie Kinder, wie beeindruckend für Kinder Weihnachten ist. Mein Sohn ist am 2. Mai 2 geworden. Und wir waren heuer im Sommer auf einer Alm, wo es geschneit hat. Ja? Weil wir über 2000 Meter waren. Da hat es am letzten Tag, das war im August noch, hat es geschneit. Und was sagt mein Sohn mit 2,5? Er sagt, es schneit, bald kommt das Christkind. Unser Rotkrautsalat wird nur mehr mit etwas Rotwein verfeinert und mit zerhackten Maroni komplettiert. Jetzt rühren wir mal um. Wie schauen wir da aus? Schon die ganze Zeit. Rühren mal um. Das Filet Wellington, oder vielmehr der Blätterteig darüber, hat erst angefangen, Farbe anzunehmen. Knapp 10 Minuten wird er noch brauchen. Und das ist genau jene Zeit, die das Rotkraut noch zum Einkochen benötigt. Schau mal, das schaut aus wie ein Stück Brot. Ist das gut? Cool. So. Gibt es das Reh Wellington eigentlich wirklich so oder hast du dir das jetzt ausgedacht? Ich habe mir gedacht, wir machen das einfach so, oder? Du probierst das halt einmal. Oh, ein Experiment. Schauen wir mal, ob es funktioniert hat. Mann, das schaut herrlich aus, oder? Schauen Sie sich einmal die Farbe an. Boah. Das riecht so toll. Genauso wie das fast schon weihnachtliche Rotkraut. Das kommt zuerst auf den Teller. Aber jetzt geht es ums Ganze. Es sollte jetzt knuspern beim Anschneiden. Und wenn wir Schwein gehabt haben. Oder Reh. Dann. Ist ja nur rosa.
Sie müssen das erste Stück wegschneiden, da wissen Sie, da ist der Wulst und das mit dem Allen drum und das. Schauen Sie mal, da ist noch nichts. Ja, bin mir sicher, da ist noch nichts. Schau, da ist noch nichts. Aber da ist eine gute Füllung. Ja. Aber jetzt, und jetzt ungefähr ab da. Oh, wie das riecht. Ja. Wie das riecht. Da ist es. Und jetzt. Jetzt. Herrlich. Schau mal da. Oh. Wow. Erwischt. Mm. Schwein gehabt. Oder eben ein Reh aus der Genussregion Gesäusewild. Eine Portion mit einer dicken Scheibe Filet Wellington samt Rotkraut kostet bei Zubereitung für 6 Personen knapp 5 Euro und ist auch mit rund 550 Kalorien ein Festtagsschmaus, den man sich von Zeit zu Zeit auch gönnen darf. Wow. Boah. So gut. Schmeckt echt gut. Mhm. Wir werden jetzt gar nicht lange herumtun. Wir sagen Ihnen, so schmeckt die Steiermark, so schmeckt das Gesäuse. Ich habe noch immer den Mund voll. Viel Spaß beim Nachmachen. Total einfach.